werden. Wenn das Tageslicht nicht mehr zureicht, tritt künstliche Beleuchtung in ihre Rechte. Die wichtigste Lichtquelle für alle Anwendungen künstlicher Beleuchtung ist heute die elektrische Glühlampe. Wir befinden uns hier in einer österreichischen Glühlampenfabrik und Sie werden nun sehen, wie dieses kleine Wunderwerk der modernen Technik entsteht. Der Glühdraht besteht bei allen neuzeitlichen Glühlampen aus Wolfram. Hier sehen Sie, wie der Wolframdraht in vielen Stufen durch Diamantdüsen auf den erforderlichen Durchmesser gezogen wird. Um eine Vorstellung von der Feinheit solcher Drähte zu geben, zeigt eine stark vergrößerte Aufnahme in der Mitte ein Frauenhaar, links einen Wolframdraht von 12.000 mm und rechts eine Spirale aus diesem Metall. Der Leuchtdraht wird in der Glühlampe von einem Glasgestell getragen, das aus einer Reihe von Einzelteilen auf automatischem Wege zusammengebaut wird. In dieser Maschine hier werden beispielsweise die Glasröhren geschnitten und in Schmelzfeuern auf die benötigte Form gebracht. Noch interessanter und komplizierter sind die Vorgänge in der 24-köpfigen Gestellmaschine. Hier erfolgt die Vereinigung der einzelnen gestellbildeten Teile. Beachten Sie den stählernen Greifer, der mit mathematischer Präzision die Funktion der Hand erfüllt. Auf dieser Laufbahn gleiten die fertigen Gestelle bereits gekühlt auf den Arbeitstisch. Jetzt kann schon die Leuchtdrahtspirale auf das Gestell aufgebracht werden. Bisher war dies ausschließlich in Handarbeit möglich und erforderte eine außerordentliche Geschicklichkeit der Arbeiterin. Heute in größeren Betrieben auch dieser Arbeitsvorgang mechanisiert. Die Glaskolben, ebenfalls österreichisches Erzeugnis, werden in einer eigenen Abteilung gewaschen, mattiert und auf Festigkeit geprüft. In diese Ballons wird jetzt das fertige Lampengestell eingeschmolzen. Nun kommt der für das spätere Lampenleben entscheidendste Augenblick. Die Lampe wird luftleer gemacht, die größeren Typen mit Argongas gefüllt. Nunmehr kann die Lampe bereits unter Strom gesetzt werden. In unmittelbarer räumlicher und zeitlicher Aufeinanderfolge werden die Lampen mit Sockel versehen. Gelötet und bis zum Verpacken fertiggestellt. Zu den zahlreichen Kontrollen und Messungen des Fabrikationsganges gehören auch die Lichtmessung im Photometer, die Dauerbrennproben und die verschiedenen Festigkeitsprüfungen.